Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Gestrandet Rewind Minecraft auf dem Kanal von Kaffeebecher LP mit mir, dem Goro, bei und immer noch alleine unterwegs. Nehmen die Folgen ja nacheinander auf, sodass wir noch genug Folgen haben für die nächsten paar Tage. Erklärung dazu im aktuellen Vlog, Leute. So. Wir sind ja hier auf großer Höhlenforscher-Tour. Da werden wir mal gucken, was wir hier so reißen können. Da drüben ist noch Eisen. So. Oh, das ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Eisen... so ein schlechtes Eisenvorkommen hier. So. Hier runter vielleicht einmal kurz. Ich bin auch noch nicht auf die Höhe. Oh, da sind Skelette. Hallo. Und jetzt geht's hier nicht auch noch runter oder so? Es wäre ja absolut pornös, wenn das jetzt hier gleich in so einen Minenschacht gehen würde. Sieht aber nicht so aus. Gehen wir wieder hoch. Und dann ist noch Eisen. Ich werde mich eh verlaufen, also nicht sagen, Mensch, Goro, so und so. Weil ich werde mich ja eh verlaufen, wie gesagt. Aber dafür habe ich ja den Kompass dabei. Dass ich da dann gut wieder zurückfinde. Aber ich glaube, das hier ist der Aufgang wieder, ne? Genau, da kommt, wenn da Erde kommt, dann müsste das ja hier so der Ausgang halt wieder sein. Genau, da komme ich raus. Gut, das wollen wir natürlich nicht. Gehen wir halt wieder rein. Zack. Schnell spurte ich hier rüber. Und gehen hier lang jetzt diesmal. Letztes Mal sind wir in den anderen Weg gegangen. Hier habe ich die Kohle rausgekloppt letztes Mal. Genau, da lang. Und auf welcher Höhe sind wir? Sind noch lange nicht auf Diamantenhöhe oder so. Den Wasserfall lasse ich mal nochmal da. Auch wenn er gerade so ein bisschen nervt. So. Fangen wir hier mal mit der Kohle an. Und arbeiten uns dann zurück. Dann gehen wir da nochmal beim Wasserfall rein. Ich finde, das ist ja ein etwas, was sehr geil ist an Minecraft eigentlich. Dass es so viele generierte Höhlen und sowas gibt, die gar nicht so uncool sind. Ich finde, das ist schon etwas, was in Minecraft richtig geil ist. So. Ich hier mal raus. Dann schnabulieren wir uns nochmal das Eisen hier. Also sogar fast schon ein Stack Eisen. Und hier kriegen wir auf jeden Fall ein Stack Eisen dann voll. Das ist schon mehr als das, was ich erwartet habe. Und wir haben auch zwei Stacks Kohle fast. Das kann man mal machen. Kann man mal so mitnehmen. Kann man so stehen lassen. So. Wie war denn euer Tag so? Man möchte ja gerne mit euch auch kommunizieren. Also wie war euer Tag? Hattet ihr es schön? Ich werde heute live streamen. Heute ist Mittwoch, ne? Nee, warte mal. Nee, ich habe gestern gelivestreamt. Heute ist Donnerstag. Bei euch. Oh, die Fackel sitzt da nicht richtig. So. Das klappt mir hier so aus. Da ist noch richtig viel drin. Machen wir uns das mal hier so. Hoffentlich ist da nicht noch ein höher was. Es passt. So. Das haben wir alles, dann gehen wir hier lang. Hier hoch. Ein Eimer Wasser hätte man auf so einer Höhlentour auch noch gut gebrauchen können. So, jetzt geht die Lava hier runter. Und bauen uns gleich einen Berg hoch. Mach das dann. So.
So, das gehört alles mir. Das Eisen. Das shinyt auch irgendwie so ein bisschen in meinem Texture Pack. Eigentlich ganz geil, das Texture Pack, falls dir das noch nicht aufgefallen ist. Bei euch. So. Hier geht's auch nochmal runter. Hier geht's aber tief runter. Geile Kiste. Da kriegen wir vielleicht nochmal einiges an Sachen raus. So. So dunkel geworden. Das war die Lava, die das alles so hell gemacht hat. Da drüben ist auch noch ganz viel. So, da gehen wir gleich nochmal hin. Machen das aber erstmal hier weg. So, im Hintergrund hört ihr auch immer noch MTK. Das ist so die Allzweckwaffe bei mir. Ich finde es halt ganz geil, den gibt es ja bei Spotify auch. Und dann einfach MDK anmachen. Das ist, gibt eigentlich nichts Schöneres. Bei also während Minecraft. Das Schöne ist halt, dass wir den verwenden dürfen. Link dazu ja in der Videobeschreibung von MDK, also wenn ihr da auch Interesse dran habt. An euren Videos oder so. MDK. Hauptsache ihr verlinkt ihn richtig. Wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. Dann ist auch der MDK froh drüber. So, hier gibt es wieder Gras, das heißt, hier sind wir schon fast wieder in der Overworld. So. Aber ich wollte ja eigentlich weiter runter. Ah, das machen wir gleich noch. Das kriegen wir gleich noch hin. Ich bin dann so lootgeil, wenn ich in so einer Höhle bin hier. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber eine Eisenspitzhacke habe ich ja auch noch mit. Da war gerade ein Chunkfehler, kann das sein? Hier ist ja scheinbar Gras wieder da. Und ich schnabuliere mir hier das Eisen. So. Sollte passen soweit. Zack. Zack, zack, zack. Alles mitnehmen hier. Die ganze Kohle. Da drüben ist auch noch Kohle. Soll ich die mal da lassen einfach? Wenn wir noch viel Kohle finden. Wir lassen die mal da. Könnte auch ein Spawner sein hier irgendwo. Hat sich eben auf jeden Fall so angehört, als würde hier irgendwo was sein. Ein Zombie. Kann auch an der Overworld gewesen sein. Ich schätze mal einfach, dass es an der Overworld war. So, wir machen hier das Eisen weg. Springen dann mal so grazil runter. Okay. Dass hier alles so richtig mit Dingen, mit den richtigen Dingen zugeht, weiß ich nicht. So. Zack. Geht's echt tief abwärts hier. Mal nochmal eine Fackel an. Ich könnte sogar runterspringen und würde es überleben, glaube ich. Toll. Toll, jetzt bin ich im Loch drin. Das ist eigentlich für ein beschissenes Loch. Geht's hier irgendwo weiter? Oder bin ich einfach nur in so ein Loch gesprungen? Weil ich dachte, das ist eine coole Idee wäre. Was für eine Höhe sind wir? 18. Oh, das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Da unten ist Lava. Krass. Das hätte auch böse ins Auge gehen können. So.
Da ist ziemlich viel Lava sogar. Aber nun gut. Das sollten wir schaffen. Wir haben einiges an Steinen dabei. Wir haben auch viel Eisen dabei. Krass ist da. Okay, das war die Sache mit der Dia-Spitzhacke. So. Das ist ja, war ja dann doch kein so großes Problem. Oh, das ging schon um einiges schneller mit der Dia-Spitzhacke eigentlich. Muss man sich erstmal dran gewöhnen, dass es noch so lange dauert. So, wir sind jetzt hier unten beim Lavasee. Wir werden mal gucken, was noch so alles in der Höhle auf uns wartet. Aber erst in der nächsten Folge. Also bis dahin, Leute. Ciao.